Hallo! Herzlich willkommen bei der 19. Türe von unserem Let's Play des Adventkalenders. Und wir gehen nochmal an die Herausforderung. Halloween-Herausforderung. Ja gut, okay. Starten wir mal die Halloween-Herausforderung im Dezember. Zu Weihnachten passt es ja ganz gut. Schließlich sollten keine... ich würde gerne selber spielen. Gut, wir schauen jetzt mal zu. Der spielt einfach automatisch, ohne dass ich was mache. Hallo? Ach. Gut. Gut! Easy going! Einfach so gewonnen! Cool! Hatten wir nicht was in der Forschung? Ja, schön. 7 von 8. So, schauen wir mal kurz da rein. Bereit! Bitte warten. Was kriegen wir? Alpenüberquerung Steve. Cool! Sehr schön. Wieder zurück. Und dann gehen wir in die Herausforderung. So. Kämpfen! Könntest du mal bitte aufhören, automatisch zu spielen? Und wieder Sieg. Hallo, was ist mit dem Spiel jetzt auf einmal los? Mann, ich will hier Let's Playen und nicht irgendwie... Ah ja, schau, das Spiel. Das Spiel spielt von automatisch. Das hätte die Schnauze, kann ich da nicht irgendwie... Ist hier doch das Gleiche? So. Mal gucken. Ich drücke jetzt mal gar nichts. Zack! So. So, den verkaterter Steve. Zack. Und dann der erste. Und dann spielt der Linda. Und er spielt das. Und der Computer spielt dann den Steve. Und dann macht er das. Ja, der. Ui, ja, gut. Okay, okay. Und dann kriegen wir noch ein Kostüm. Okay. Gut. Zack. Wow, ein spannendes Match. Ein Wahnsinn. So, jetzt haben wir Geld gehoben. Und dann darauf. Oh ja, gut, da ist eine Spaßkanone. Oh ja, das könnte knapp werden. Aber wir spielen noch einen Steve. Hauen dann nochmal den Elektroschocker drauf. Das, oh nein, Gleichstand mit den Lebenspunkten. Das könnte heiter werden. Zack. Zack und 4 gegen 7. Das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Und wir sind fast tot. So, jetzt spielen wir mal den Klaus. Zack. Oh, 1 zu 2. Es könnte knapp werden. Natürlich verlieren wir. War ja klar. So, mein lieber Computer, was ist los mit dir? Warum spielst du von selbst? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Autokampf an. Ja, ich wollte ja beim Abenteuer auch mal weiterschauen. Gegen diese Pissenhelke haben wir letztes Mal verloren. Mal schauen, wie es uns heute dabei geht. Hallo, ich will gerne Steve spielen. Steve spielen! Zack! So, ungewohnt, wenn man selbst spielen muss. Natürlich will ich nachher die verkünstlerischen... Was hat er jetzt für Fähigkeiten? Ich dunke meine Kekse in deinen Tränen. Gut, Steve wird angegriffen, aber egal. Dann machen wir nochmal einen Steve, weil Steves sind immer gut.
Zack. Ha, jetzt kann er da keine Karte auflegen. Oder doch? Ah, wir haben ein Leben gekriegt. Cool. Ja, gut. Ich mach nochmal einen künstlerischen Steve. Steves sind immer künstlerisch begabt. Hey! Zack, ein Herz dazu. Zack, und wieder bei ihm ein Herz weniger. Und da ein Herz dazu. Das gefällt mir gut. Sehr schön, wenn es uns so... Linda, das ist aber nicht nett. Hayley! Spielen wir mal die Schwester von Steve. Tschack, Bombs und weg. Kriegen wir wieder ein Herzchen. Zack, und ja! Wuhu! Gewinnen! Kriegen wir 50 Münzen. Gut, dann können wir gleich in die nächste Quest abgeben. Komm schon! Kauf endlich neue Karten! Ich will sehen, ob du Jimmy Junior bekommst! Du hast genug Münzen! Besuche den Shop und dein... Nein! Nein! Wir sparen erstmal Münzen. So, du. Ich fange mal mit Klaus an. Netten Fischchen. Ja, das hat nichts gebracht. Er spielt ein Steakhouse. Wow, ein Steakhouse! Schatz Klaus! Sehr dir! Jetzt haben wir da mal gespielt, dir! Und dann geht's mit Steve weiter. Zack. Erste Karte weg und er spielt die verdammte Linda, du. Das kann ja nicht wahr sein, so. Dann geben wir mal Steve ein bisschen Geld. Bringt sich zwar nicht viel, aber... Oh doch, oh, Steve mit Geld ist cool. Steve mit Geld ist... Oh, da kann ich... Geht auf meinen Fisch los! So, nochmal noch meinen Steven dazu. Zack. Zack. Das war krass. Alter, das war voll krass, Mann. Ja, gut, gut, gut. Und dann Steve mit Kunst. Weil Steve mit Kunst ist cool. Der kann nämlich was Cooles. Zack. 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 Dude. Sehr schnell kann das gehen, du. Ja, es klingt jetzt irgendwie wie so ein komisches Holländer, du. So, und das spielen wir hier weiter. Dann mal fortfahren. Und, oh, dein Gott. Na gut, machen wir dann halt schon eine mächtige Combo. Und zwar hätte ich gern... Das erforscht. Oh. Kann ich da noch was erforschen? Ja, cool. Klaus und Musik könnte ich erforschen. Gut, dann kann ich das. Nicht erforschen. Gut, dann gehen wir mal hier raus, lassen das erforschen und machen die letzte Dame hier fertig. Zu Abenteuer. Hier. Die nette Miss Blondie. Mal schauen, mit wem die aufhört. Wir machen erstmal einen Steve natürlich wieder. Steve! 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 Hey, Steve! Und da kommt wieder dieser Kacklinder. Ach, Emanuel. So, Steve und Kunst. Verträgt sich gut. Zack. Dann haben wir drei Herzen. Mord. Dann noch einen Steve. Zack. Gut, ein Herzchen dazu. Das ist schön. Sehr schön, schön. What? Du willst doch jetzt mit mir! Alter, ich will den Steve hier haben!
Wenn es das letzte ist, was ich tue, gib mir ein Herz. So, danke schön. Noch, komm schon. Dann halt Bullock. Wenn Steve nicht darf, dann kommt Bullock halt. Und Bullock, da ist ja gut. Genau, machen wir einen Rocker Bullock. Ding, yay, kriegt einen Angriffspunkt dazu, das ist gut. So, dann hätten wir den Penner mal weniger. Jetzt kommt wieder die Kacklinder. Yay. Dann machen wir halt noch einen Bulli dazu. Einmal Bullock zum Mitnehmen, bitte. Danke, vielen Dank für den Applaus. Lasst einen Kommentar da, wenn euch die Musik gefallen hat. Yay, und wieder gewonnen. Wuhu! Nice. Gefällt mir sehr gut, passt. Dann war's das für heute. Mit dem Adventkalender, Let's Play, und wir sehen uns dann. Da wieder. Machen wir das Päckchen noch schnell auf. Lasst ein Like da und Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ihr Strudellehrlinge. Tschüssikowski. Vielen Dank fürs Zuschauen. In dem Sinne.